Hallo Leute, ich bin einen Sektor weiter und wir sind an einer Waffenfabrik und da wollen wir dann mal einkaufen gehen und schauen, dass wir für die Mission mit dieser exotischen Kanone Materialien einkaufen, weil die ist auch noch offen und so eine exotische Kanone können wir vielleicht gebrauchen, ne? Da würde ich sagen, nach dem Intro kaufen wir mal ein. So, dann schauen wir erstmal mit P gerade nochmal in die Mission rein. Servo, Sprengkopf, Hochdruckröhren, Sprengladung, Stahl und Kabel. Gut, dann gucken wir jetzt hier hin. Güter handeln, Stahl. Kaufen wir 16, nicht genug Platz, aber wir haben gar keinen Frachtraum im Schiff, okay. Das müssen wir natürlich dann als erstes machen. Da drücken wir mal die B-Taste. Und Now Knit vielleicht. Frachtraum. Ne, die Größe ist jetzt nicht die beste, aber diese Größe ist ganz gut. Steuerung C. Steuerung V. Ich weiß nicht, ob was Steuer. So, jetzt haben wir den Frachtraum hier. Und können wir eigentlich hier mal dran hängen, oder? Haben wir mal drei Stück davon. Alles ist gut, oder? Ah, der eine sitzt nicht an dem anderen. Das hat ja gut geklappt, ne? Mach den wieder weg. Weiß auch nicht, ob der passte. Komm, wir machen das nochmal anders. Reiß den auch weg. Okay, das war jetzt eher kontraproduktiv. Und jetzt haben wir auf jeden Fall einen ordentlichen Frachtraum drunter hängen, ne? Sieht auch so aus, als ob der mittig wäre. Gut, ich weiß aber nicht, wie groß der ist. Doch, 345. Jetzt ist nur die Frage. Stahl 40. Okay. B, dass wir da rauskommen. F4. Güter handeln. Stahl 40. Kaufen wir. Das hat jetzt geklappt. Diese Hochdruckröhren waren 16. Das weiß ich gerade noch. Und kaufen geht auch. Sprengstöpfe. Warte mal. Kabel gibt es leider hier nicht. Kabel fehlen uns. Aber Mission. Ah, da müssen wir erst hier raus. So, ach, das ist. Nee, Stahl doch da. Kabel fehlt. Sprengladung, Hochdruckröhren haben wir. Sprengkopf, Servo und Sprengladung. Sprengladung 16, Sprengkopf 31, Servo 85. Aber Servo habe ich da, glaube ich, auch nicht gesehen, oder? Ne. So, ich glaube, hier waren 16 und hier waren 31, ne? So, nochmal P, Mission, einmal reinklicken. Passt, 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 passt. Kabel und Servo fehlen uns. Gut. Nee, das war falsch. Hier wollte ich hin. Waffenfabrik Zulieferer. Gucken wir gerade rein, ob der vielleicht noch was hat. Kabel hat er nicht. Servos hat er aber. Das heißt, wir fliegen definitiv zu ihm. Der ist irgendwo da. Ach so, das ist der Sack hier. Das ist keine Handelsstation, sondern das ist der Waffenzulieferer. Okay. Dann fliegen wir zu dem hin und gucken, dass wir das hinkriegen. Ach, da unten ist jetzt sogar so ein Symbol für Frachtraumgröße, kann das sein? Habe ich noch nie gesehen. Doch, habe ich bestimmt schon gesehen, noch nie drauf geachtet, sagen wir es so.
Okay, das hat nicht geklappt. Ich dachte, vielleicht komme ich an dem Strahl vorbei. Jetzt wieder mal der Strom alle. Nicht so doller, ne? Akku leer. Trudeln da so hin. Schauen wir, wo wir einen Docking-Port finden. Da unten ist einer. Dann fliegen wir den mal an, oder? Aber noch nicht mal Traktorstahl jetzt erst. So, kurz ins P, weil ich weiß nicht mehr, wie viele Servos das waren. 85. Und Kabel 25. Servo 85. Güter handeln. Servos 85. Kaufen. Passt. Und Kabel, wie gesagt, gibt es hier nicht, ne? Ne. Was gibt's sonst noch hier? Vielleicht da, weiß ich aber nicht. Aber Ausrüstung handeln. Hier kann man die. Okay. Raumjäger, Händler. Nee, das wollte ich aber auch nicht jetzt gerade. Jäger bauen, Ausrüstung, ne, das gibt's gar nicht bei dem hier. Nee. Ausrüstung handeln, doch, das ist es doch, oder? Aber der hat nur Xotan Wurmlochgerät. Achso, wir können das verkaufen hier. Ach, der will gar nichts uns geben, alles klar. Hier nochmal. Ich glaube nicht, dass wir bei Solarkraftwerk, da kriegen wir Energiezellen, Frachter, Transporter, Korvette, das war's dann hier. Ja, würde ich sagen, fliegen wir in Richtung Norden weiter. Das Tor. Mit denen haben wir auch gute Beziehungen, das hört sich doch schon mal prima an. Das Tor befindet sich dort. Also auf geht die Reise dahin. Ja, gleich wieder Treibstoff alle. Das läuft nicht so gut, ne? Aber jetzt volle Kraft voraus, bis leer ist, ne? Und das ist jetzt. Okay, wir schweben aber noch relativ schnell da rein. Sollte eigentlich klappen mit dem Sprung, oder? Oh ne, jetzt ist er gleich auf Null. Interessantes Tor, ne? Sieht ein bisschen anders aus wie der Standard. Okay, dann schauen wir mal in den nächsten Sektor. Kein Ladebildschirm hängen geblieben? Ne, da ist der Ladebildschirm. Läuft. Ja, jetzt bitte, bitte einmal. Okay, hier ist ruhiger. Ja, das ist bestimmt die Meldung, ne? Automatische Begrüßung, ist klar, brauchen wir nicht. Da unten ist ein Kaufmann. Gucken wir, was der hat. Ein Freund von mir ist von dieser Sender, die man im Asteroiden für eine Umgebung findet, besessen. Ein Kaufmann müsste doch jetzt was verkaufen, oder? Oh, gibt es noch eine andere Option bei dem? Nee, ne? Scannen? Ne. Ja, war's wohl, ne? Kaufmann verkauft nichts, auch geil, oder? Dann nehmen wir das Motor. Nee. Raus aus der Karte, raus aus dem Bereich. Motor ist da, Akku lädt sich gerade wieder auf, aber springt noch nicht. Das ist schlecht. Hier sind auch sehr viele Asteroiden, wie man sieht. Also, wir können ja mal noch gucken, was gibt es denn noch. Achso, hatten wir glaube ich schon geguckt. Ne, ist nichts Besonderes, alles klar. Können wir schon mal schneller fliegen? Ja, aber nicht ganz lange wahrscheinlich, ne? Ja. Jetzt ist der Akku leer.
beziehungsweise startet nicht mehr der Hyperantrieb. Da geht noch nichts. Immer noch nichts. Immer noch nichts. Jetzt geht's. So. Nächster Sprung, nächster Sektor, neues Glück. Schauen wir mal, was da gibt, ne? Handelsposten, Handelsposten, Ressorben, Reparaturdock. Okay, Fregatte, Nord-Nord-Ost-Tor. Was haben die hier? Güterhandeln, Kabel. Kein Kabel. Schlecht. Haben die ein Kabel? Nee, die haben auch kein Kabel. Und sonst findet man hier keinen. Der Kaufmann hat auch nichts wahrscheinlich, ne, oder? Ist komisch, aber das muss wohl daran liegen, dass der nicht mit mir handeln möchte, schätze ich mal. Reparaturdruck gibt's aber keine Kabel, ne? Kabel. Gut, Reparaturdock ist unser Ziel, oder? Das ist da. Ist das da? Nee, da. Dann fliegen wir da mal schnell hin, oder? 109 Kilometer. Respekt. Volle Fahrt voraus, bis der Akku leer ist, ne? Anders funktioniert es jetzt gerade nicht. Ist jetzt nichts Tolles. Das dauert nicht mehr lange, dann kriege ich mal wieder. Zwar jetzt. Dock V17 ist frei. Hm. Wenn es nur V17 ist, dann geht's ja. So, Generator geht wieder aus dem roten Bereich raus. Das ist schon mal wenigstens etwas. Vielleicht sollte man noch einen Generator ans Schiff bauen. Hätte seine Vorteile, schätze ich mal, ne? So, jetzt lädt er wieder den Akku. Den Energiecontainer, das ist eigentlich richtig, ne? Der Akku ist ja keiner. Und dann schauen wir weiter, oder? 28. Ist noch ein Ende bis dahin. Wenn wir da sind, können wir Cut machen, glaube ich. Ja, wenn wir die Kabel haben, haben wir da alles zusammen, oder? Wie war das, ne? Da müssen wir nur was finden, wo wir es bauen können, oder? Mal gucken, was die Mission dann sagt. So, wo ist jetzt hier ein Dockingport? Da. Ich glaube auf der Rückseite, ne? Ja. Traktorstrahl. Ach, ist schon gedockt. Okay. 85 waren das. Kabel 85, oder? Ich glaube schon. Von dieser Ware bis zur Station verkaufen. Alles klar, hat sich erledigt, haben wir geschlafen. Ja, die hätten gerne Kabel gekauft. Genau so ist es. Das hat ja wieder gut geklappt, ne? Das bedeutet, wir sind umsonst irgendwo hingeflogen und fliegen jetzt hoffentlich nicht so weit weg. Boah, 76, Alter, ey, das hat ja gut geklappt. Ja, dann legen wir da mal los, dass wir in die Richtung kommen. Das war nix. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Wir könnten natürlich hier hinspringen, ne? Aber ach, das funktioniert genauso wenig. So. Das funktioniert genauso wenig, weil da auch nicht genug geladen ist zum Springen, denke ich. Fliegen wir mal schnell mit unserer Akkuladung, die wir noch haben, dahin und hoffen, dass es einigermaßen reicht. Achten wir jetzt die X-Freigabe zum Andocken. Wahl des Docks nach eigenem Ermessen. Sehr schön, da ist der Akku leer. Aber wir haben nur noch 20 Kilometer, die wir auf einer
ne, Backe, dahin fahren, fliegen. So. Generator ist aus dem Rosenbereich wieder jetzt raus. Jetzt geht's voran. Akku wird dann schon geladen. Gucken, ob wir reinspringen oder vorknallen. Wir springen rein. Okay. Gut. Neuer Sektor, neues Glück. Schauen wir mal rein. Vielleicht kriegen wir hier noch die Kabel zusammen. Sieht irgendwie gerade nicht so aus, ne? Ja, das Tor, das können wir schon mal nehmen, das ist wenigstens etwas. Und wo ist es? Da unten. Geht sogar, ne? Ist nicht ganz so weit weg. Gut, fliegen wir dahin. Ich würde aber sagen, wir machen hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.